Ein Chinese konnte sich seine Krankenhausbehandlung nicht leisten, also hat er sich ein Dialysegerät selber gebaut. Nachdem Hu Sondrons Nieren aufgehört haben zu arbeiten, braucht er medizinische Behandlung. Mit einem Dialysegerät musste sein Blut regelmäßig gereinigt werden. Und das Gerät hat er sich dann einfach selber gebaut, aus altem medizinischem Equipment. Das Ganze hat er dann auf seiner Toilette aufgebaut. Sieht unprofessionell aus, ist es auch, sollte man auch nicht nachmachen, aber es hat ihn 13 weitere Jahre am Leben gehalten. Sich sowas selber zu bauen ist auch gar nicht so selten in China. Zwei seiner Freunde haben das gleiche gemacht. Jedoch sind die an der Eigenbehandlung gestorben.